Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part ist wieder einiges passiert. Wir sind zusammen mit Flapdrix auf dem Weg zurück nach Ruhenau, was im ersten Moment erstmal ganz schön klingt. Aber wenn man bedenkt, dass Rabigator auch unterwegs dorthin ist, ich bin echt gespannt, was er dort anstellen wird, beziehungsweise warum er denn so wütend in diese Richtung aufgebrochen ist. Ich hoffe, er wird niemandem dort wehtun. Kapitel 16. Die versiegelte Quelle. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind in Ruhenau. Seid ihr alle in Ordnung? Hä? Huh? Sieht genauso aus wie immer, oder? Ich sehe jedenfalls keine größeren Schäden oder so. Ha, es ist aber echt ein schönes Gefühl, nach so langer Zeit wieder zurück zu sein. Das habe ich schon vermisst. Ah, Jan und Svenja. Psiau. Ihr seid zurück? Geht's euch gut? Ich hab's übrigens schon gehört. Ihr seid jetzt im Forscherteam, nicht wahr? Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ja, das stimmt. Danke. Aber wir bräuchten gleich mal deine Hilfe, Psiau. Ist hier kürzlich ein verdächtiges Pokémon durchgekommen? So ein roter Kerl, schaut recht fies drein und hat ein großes Maul. Ein rotes, fies reinschauendes Pokémon? Nein, ist mir nicht untergekommen. Wirklich? Seltsam. Vielleicht ist er hier ja wirklich nicht durchgekommen. Was ist denn mit diesem roten Pokémon? Ach, weißt du, die Sache ist die. Wir stecken in Schwierigkeiten. In großen Schwierigkeiten. Blanas? Hä? Na sowas. Svenja und Jan. Was macht ihr denn hier? Moment, dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen zusammen zum Segensberg. Stimmt, den gab's hier auch noch. Da haben wir uns ja nie bis oben durchgekämpft. Da treibt ein fremdes Pokémon sein Unwesen. Was? Aber der Segensberg ist doch die heiligste Stätte unseres Dorfes. Da darf doch niemand hin. Genau davon spreche ich. Ich war heute an der Reihe, das Tor zum Berg zu bewachen, als wie aus dem Nichts plötzlich dieses Pokémon daherkam, voll auf Krawall gebürstet. Er hat einfach so das Tor durchbrochen und ist zum Berg rauf. Was? Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Es ging alles so schnell und Angst hatte ich auch. Ich konnte mich überhaupt nicht vom Fleck rühren und jetzt bin ich hier. Ich habe eine recht gute Vorstellung davon, was da abgelaufen ist. Mein Name ist Flapdrix und ich gehöre zum Forscherteam. Kannst du dieses Pokémon vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben? Naja, also der Kerl war rot und sah mächtig fies aus. Mächtig fies. Der hat einen richtig abschreckenden Eindruck auf mich gemacht. Es ist ganz klar, wer das war. Rabigator. Was in aller Welt führt er bloß im Schilde? Oh Mann, wir haben eigentlich keine Zeit, hier groß rumzupalavern. Du musst uns zu ihm führen. Ist gut, hier lang. Ich komme auch mit. Das geht nicht, Psiau. Tut mir leid, aber der Kerl ist definitiv gefährlich. Du wartest wirklich besser hier. Da fällt mir ein, du kannst doch telepathisch Kontakt mit den anderen aufnehmen, Psiau, oder? Falls wir es nicht zurückschaffen. Kontaktiere bitte auf diese Weise Ampharos in Trubelstadt und sag ihm Bescheid. Ampharos ist der Teamleiter des Forscherteams. Danke, wir ziehen dann mal los. Nein, Psiau, nicht hinterherkommen. Das ist doch gefährlich. Tatsächlich, das Tor ist komplett hinüber. Blanas hat es mir auf dem Wege her erklärt. Der Gipfel des Berges birgt ein Geheimnis. Keiner der Dorfbewohner kennt es, aber sie beschützen es schon seit jeher. Wahrscheinlich ist es das, worauf Rabigator es abgesehen hat. So oder so, wir sollten uns wirklich beeilen. Starten wir jetzt eigentlich wieder ganz von unten? Aber wir haben auf jeden Fall Flapdrix und Blanas dabei. Okay. Also ich hatte ja am Ende vom letzten Part schon ein bisschen was zusammengefasst. Eben all das, was aktuell so vor sich geht und all diese Fragen, die aufgeworfen worden sind. Ich meine, ich finde es ganz gut, dass wir direkt jetzt hier in Ruhenau gelandet sind und nicht noch den ganzen Weg zurücklaufen mussten.
Du könntest mir potenziell ziemlich wehtun. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt quasi das Gebiet ist, wo wir sowieso schon waren. Oder ob wir quasi direkt in der Mitte gestartet sind. Das konnte ich jetzt so spontan nicht sehen. Wenn wir wieder unten starten, sind die Gegner hier aber auf jeden Fall ein bisschen... Danke. Stärker geworden. Kann ich bitte eine... Huch. Ich wollte eine Teamattacke eigentlich machen. Geht das irgendwie oder sind die zu weit weg? Akrobatik. Na, sind zu weit weg. Na gut. Ja, da kommen jetzt auch noch so viele Pokémon. Ich nehme an, den Anführer wechseln kann ich auch nicht. Na toll. Gleich in die erste blöde Situation reingeraten. Ja, da, wie viele Pokémon kommen da denn noch? Ja, ich habe definitiv ein Problem. Was passiert da alles? Aber die anderen haben auf jeden Fall noch genug KP. Jeder kämpft hier irgendwie gerade für sich. Was zur Hölle? Okay, ich habe Flapdrix wieder. Und alle anderen haben sich irgendwie so ein bisschen verteilt. Ich nehme jetzt einfach die Äpfel. Und gehe einfach weiter. Meine Güte. Diese blöde Warp-Falle. Habe ich irgendwas Interessantes eingesammelt? Irgendwelche Sipale? Das wollte ich ja eigentlich ganz gerne gucken. Was ich eigentlich sagen wollte, das finde ich ja schon mal ganz gut, dass wir quasi nicht nochmal den ganzen Weg nach Ruhenau laufen mussten. Das mit dem Segensberg habe ich komplett vergessen, aber stimmt, wir waren nie ganz oben und deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt, dass wir irgendwann später eben da nochmal hoch müssen. Na, komm her. Weil wir haben es ja nur immer so bis zur Mitte geschafft und danach kamen wir ja nicht weiter hoch. Finde ich ganz cool, dass wir quasi jetzt dann wirklich... Yo. Da endlich mal ganz hoch kommen. Finde ich ganz interessant, dass es quasi damals nicht ging. Aber dafür eben jetzt. Das finde ich cool. Ich mag sowas, wenn... Oh, wow. Sachen dann nochmal aufgegriffen werden. Donnerblitz, Kraftwelle, Akrobatik und ab dafür. Die Sache ist, das Gift ist jetzt so ein bisschen nervig, weil ich auch keine Pirsif-Beeren dabei habe und auch, glaube ich, keine Sinelbeeren mehr habe. Das heißt, ich werde gleich draufgehen. Aber nun gut. Da kann man nichts machen. Schön, dass die alle die Attacken für mich abfangen. Na, jetzt nicht mehr. Aber ich wäre, wie gesagt, anhand des Giftes sowieso gestorben. Da konnte ich jetzt nichts gegen machen, leider. Also, wie gesagt, das mit dem Segensberg finde ich ganz cool. Die Sache ist, was will Rabigator hier? Ich weiß ja nicht, er wollte sich ja an irgendwem rächen. Will er sich jetzt an uns rächen und weiß, dass wir aus Ruhenau kommen und ist deswegen jetzt hier nach Ruhenau gegangen, um Unruhe zu stiften? Wollte aber jetzt nicht direkt die Dorfbewohner angreifen, sondern quasi als Rache direkt den Segensberg, weil er weiß, dass der für Ruhenau so wichtig ist. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich bezweifle, dass Rabigator überhaupt weiß, dass wir aus Ruhenau kommen. Und ich stufe ihn auch eher so ein, dass er jemand wäre, der sich direkt mit den Leuten auseinandersetzt, anstatt wirklich dann so indirekt, sag ich mal, den Leuten irgendwelchen Kummer zu bereiten, indem er eben jetzt zum Segensberg geht. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat andere Absichten. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was macht er hier am Segensberg? Warum? Er hat die Steintafel und die Steintafel hängt irgendwie mit den Versteinerungen der Pokémon zusammen. Ob die Steintafel jetzt wirklich der Auslöser dafür ist, sprich, dass man damit die Pokémon zu Stein verwandeln kann, das weiß ich nicht. Wir wissen nur, dass es... Oh, wow. Schon mal passiert ist und dass Rabigator irgendwie scheinbar damit zusammenhängt. Ich kann mir aber echt nicht vorstellen, dass Rabigator wirklich in dem Fall der Böse ist. Ich
glaube, er arbeitet quasi für den Bösen oder wurde manipuliert oder... ja, ich weiß nicht. Also ich glaube zumindest nicht, dass er derjenige ist, der wirklich in erster Linie dahinter steckt. Ich glaube, er ist da irgendwie nur mit reingeraten. Die Sache ist, oben auf dem Segensberg wird irgendein Geheimnis gehütet. Und selbst die Dorfbewohner wissen nicht, welches es ist. Was einfach auch damit zusammenhängt, dass sie das eben schon so lange beschützen. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass es quasi im Laufe der Zeit einfach so zur Pflicht wurde und nicht wirklich weitergegeben wurde, was denn hier eigentlich beschützt wird. Boah, dieses Dodo steht immer noch. Und Flapdrix ist K.O. gegangen. Die sind hier ganz schön hart. Ich frage mich nur, wenn Rabigator wirklich in irgendeiner, Form mit den Versteinerungen zusammenhängt, egal ob sie jetzt von ihm ausgehen, ob er nur dafür arbeitet, für denjenigen, der dahinter steckt, oder ob er unfreiwillig da drin verwickelt ist, was auch immer. Ich frage mich dann wirklich, oh, du stehst ja, okay, ich dachte, du stehst noch. Es wäre dann irgendwie naheliegend, dass eventuell das Geheimnis des Segensbergs irgendwie mit den Versteinerungen da zusammenhängt. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Ich hasse diese Warp-Fallen übrigens. Die sind doof. Könnt ihr mal aufhören, da oben immer abzukratzen? So. Ich habe Jan wieder gefunden, das ist schon mal gut. Aber die Partner machen immer noch das, was sie in PMD immer gemacht haben. Sie laufen in die falsche Richtung. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Also, die anderen sind ja in den Ruinen. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass wir auch in die Ruinen müssen, aber okay. Ja, bitte. Da könnten sie vielleicht Anhaltspunkte darüber bekommen, wie Steintafel funktioniert. Beziehungsweise, wie man das vielleicht wieder rückgängig machen kann. Das wäre ja auch schon mal sehr, sehr, sehr wertvoll. Andernfalls könnte ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass wir hier vielleicht auch Anhaltspunkte auf die Steintafel bekommen. Weil dieser Ort ist so gut gehütet. Okay. Und wir haben halt keinen blassen Schimmer, was hier gehütet wird. Aber wir wissen, dass Rabigator unterwegs ist. Also das wirkt schon sehr verdächtig. Vielleicht kriegen wir hier auch ein paar Anhaltspunkte auf die Steintafeln bzw. auf die Versteinerung. Vielleicht ist ja quasi der gut gehütete Schatz, ja, komm. Quasi die Lösung unserer Probleme. Dass hier quasi auch irgendwie... Also, es ist ja schon mal passiert. Das haben wir ja gehört. Sipalschwund. Okay. Was ist denn zum Beispiel, wenn der Schatz, der hier oben gehütet wird, vielleicht irgendwo das Gegenmittel zu den Versteinerungen ist, sag ich mal, und dementsprechend niemand hier hoch darf? Und Rabigator deswegen auch hier ist, um, ja, zu verhindern, dass wir quasi die Lösung unseres Problems finden. Das wäre doch gar nicht mal so unlogisch, oder? Mal so rein theoretisch. Aber wie das jetzt, wie gesagt, letztendlich alles zusammenhängt, ich habe keine Ahnung. Pokémon, die plötzlich versteinert werden von irgendeiner unbekannten Macht, irgendeine dunkle Macht, die wir jetzt schon mehrfach im Einsatz gesehen haben und von der wir gehört haben, die scheinbar irgendwie mit Rabigator und dieser Steintafel zusammenhängt, wie auch immer. Jans mysteriöse Vergangenheit, beziehungsweise wo Jan herkommt und diese Kraft her hat aus den Freundschaftsschals. Unsere mysteriöse Vergangenheit, meine Güte, warum wir in ein Pokémon verwandelt wurden. Das Geheimnis des Segensbergs. Ich bin halt auch noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass Blanas wirklich ganz sauber ist. Weil, ich weiß nicht. Ihn haben die Megalon damals auch angegriffen. Vielleicht einfach nur, weil er uns beschützt hat, mehr oder minder.
Aber er wollte damals auch schon zum Segensberg. Ich weiß nicht. Also eigentlich traue ich Blanas schon. Aber ich weiß nicht. Es wäre halt ein ziemlich harter Plot-Twist, wenn Blanas irgendwie auch böse wäre. Oder irgendwie Dreck am Stecken hätte. Das wäre echt hart. Kann ich mir zwar nicht so ganz vorstellen, aber ich möchte es nicht ausschließen. Yo! Danke dir, Tropius. Kannst du mal bitte damit aufhören? Ich finde das nicht so lustig. Vor allem, wenn ich erstmal an dich ran muss, um was zu tun. Na, ich habe nicht genug Magen für eine Teamattacke. Na gut. Ja, natürlich hat das nicht gereicht. Aber Blanas to the rescue. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das irgendwie alles miteinander verstrickt ist. Das schafft PMD aber generell ziemlich gut, eine Story zu haben mit vielen kleinen Details. Vergangenheit von des Protagonisten beispielsweise, irgendwelche Geschehnisse, in welcher Form auch immer. Sachen vom Anfang des Spiels nochmal aufgreifen, wie zum Beispiel den Segensberg eben. Und daraus eine Story machen, die irgendwie miteinander verstrickt ist, aber das wird dann erst später deutlich. Das scheint hier auch so zu sein. Ah! Das Tor ist hier ja auch kaputt. Herr Wachtmeister, ist alles in Ordnung? Ja, danke. Es geht schon irgendwie. Was ist denn hier nur vorgefallen? Wir wurden aus heiterem Himmel angegriffen. Irgendwie hat er uns alle außer Gefecht gesetzt und das Tor durchbrochen. Er will auf den Gipfel, da bin ich absolut sicher. Wie hat der Kerl ausgesehen? Das war so ein roter Kerl mit einem großen Maul. Ravigator, wir kommen schon zurecht. Seht ihr lieber zu, dass ihr ihn einholt. Bitte haltet ihn auf. Bitte. Alles klar. Also los, beeilen wir uns. Also wie gesagt, PMD macht das gerne. Jede Menge kleinerer Infos über alles Mögliche und das ist dann hinterher irgendwie verstrickt. Ja, du kannst mich ruhig mal heilen. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut, dass man das sich jetzt noch nicht so wirklich herleiten kann. Da bin ich echt gespannt, wie sie das dann lösen. Ich hoffe, es wird gut. Also ich hoffe sehr, dass sie mich da nicht enttäuschen werden. So Plot-Twist-mäßig. Es wäre jetzt irgendwie ziemlich lame, wenn, wie gesagt, einfach Ravigator dahinter stecken würde. Und fertig. Und alle mit der Steintafel versteinern würde. Da fände ich das viel epischer, wenn, wie gesagt, noch ein bisschen was anderes dahinter stecken würde. Mal gucken. Ich lasse mich da überraschen. Aber wie ich im letzten Part schon mal gesagt hatte, ich werde das Gefühl nicht los, diese Info, dass diese Versteinerungen schon mal stattgefunden haben in der Vergangenheit. Es muss doch irgendwie wichtig sein. Ich meine, warum erwähnt man das sonst? Beziehungsweise es ist ja auch einfach irgendwo verdächtig. Kann man nichts anderes zu sagen. Wenn sowas schon mal vorgefallen ist, dann weiß man doch hoffentlich in irgendeiner Form, was damals passiert ist, beziehungsweise wie man das damals gelöst hat. Das ist also schon eine ganz, ganz wichtige Info. Und ich weiß nicht. Oh, nein, kein Hagel. Ich bin, wie gesagt, einfach sehr neugierig, wie das irgendwie zusammenhängt. Weil ich werde das, wow, Gefühl nicht los, dass es da einen Zusammenhang gibt. Definitiv. Ob wir jetzt, ob diese, sag ich mal, dunkle Macht, ich sag mal, damals schon existiert hat, die dahinter steckt und aus irgendeinem Grund einfach gestoppt wurde. Oder ob wir aus den alten Vorfällen dann doch irgendwie profitieren können? Was habe ich hier gefunden? Oh, einen Mini-Belebersamen. Meine Güte, wie viele Äpfel ich habe. So, ich habe Flapdrix wieder gefunden. Das ist doch schon mal was. Ich weiß auch nicht, also in PMD ist ja so gesehen alles möglich und wir haben was von der dunklen Macht gehört. Wir haben ach nee, passt ja nicht mehr in den Beutel, ne? Wir haben diese besondere Macht von Jan. Also ich weiß nicht, es ist so gesehen alles möglich. Ich würde dem Spiel auch zutrauen,
Planas, komm bitte wieder zurück. Dass es irgendwann sowas wie irgendwelche Zeitreisemechaniken gibt, wäre ja nicht das erste Mal. Dass diese dunkle Macht irgendwie aus der Vergangenheit zu uns gekommen ist und um es hier auch nochmal zu ärgern. Was weiß ich. Also irgendwie sowas könnte ich mir sogar auch vorstellen. Also ich denke, jetzt irgendwelche Vermutungen anzustellen ist schwierig, wo wir noch nicht so viele Infos haben. Aber ich mache es trotzdem ganz gerne. Es sind halt auch einfach irgendwo so viele Aspekte in diesem Spiel drin, dass ich manchmal Angst habe, irgendwas zu übersehen bzw. irgendwas zu vergessen. Und deswegen neige ich dann dazu, das öfters nochmal quasi aufzuzählen. Einfach damit ich selber nichts vergesse. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so störend für euch. Okay, hier ist schon mal kein Hagel, das ist sehr nett. Wuchtzweig ist jetzt nicht so wichtig. Oh, ich hab ein... was haben wir hier? Achso, das erhöht die Genauigkeit, wenn eine Attacke fehlgeschlagen ist. Das ist doch eigentlich ganz praktisch. Gehen wir erstmal hier weiter. Da, schon wieder ein Eroptrix. Die Dinger sind doch nervig. Und ab dafür. Nein, ich habe schon wieder nicht genug Magen dafür. Ich sollte... Wobei, ich habe doch so viel Magen. Wieso? Manchmal verstehe ich nicht, warum er die Teamattacke nicht ausführt. Weil die anderen zu weit weg sind oder so? Ich habe keine Ahnung. Bin ja auch mal gespannt, wie viele Ebenen der Segensberg noch hat, aber... Ein paar werden da mit Sicherheit noch kommen, wenn ich bedenke, dass der erste Teil des Segensberges ja schon recht groß war, würde ich vermuten, dass hier auch noch einiges auf uns wartet. Vor allen Dingen sind die Wege so unglaublich verwirrend und verstrickt irgendwie. Da braucht man ja automatisch irgendwie länger. Das haben wir da schon drauf, dann kriegst du das mal. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel diese Stärke-Plus-Sachen eigentlich bringen, aber ich nehme sie natürlich einfach mit. Oh, die Treppe. Sehr gut. Oh, ich glaube... Svenja und Flapdrix haben ihre Forscher-Gadgets hervorgeholt. Hier spricht das Ruinenteam. Könnt ihr uns hören? Kann mich jemand hören? Wo kam diese Stimme gerade her? Das war der Dan. Sie kann mittels elektrischer Wellen aus der Ferne über Forscher-Gadgets mit uns reden. Dedan, hier spricht Flapdrix. Wir können dich hören. Flapdrix, wunderbar. Wie sieht die Lage bei euch aus? Wir klettern gerade den Segensberg hinauf. Wir sind Ravigator dicht auf den Fersen. Den Segensberg? Das zu erklären würde jetzt zu lange dauern. Ich erzähle dir später alles im Detail. Wie sieht's bei euch aus? Hier läuft alles nach Plan. Wir sind schon ziemlich weit vorgedrungen. Augenblick. Skoppel scheint irgendwas entdeckt zu haben. Was, ist es doch jemand hier? Sogar eine ganze Gruppe? Unmöglich, wo kommen die plötzlich her? Ah! Dedan? Dedan? Was ist da drüben los, Dedan? Die Verbindung ist abgebrochen. Was ist da drüben bloß passiert? Ich mache mir echt Sorgen. Ich auch. Aber sie sind zu weit weg vom Segensberg. Eine Rettungsmission wäre unmöglich. Ihr Team ist außerdem nicht so leicht klein zu kriegen. Bamlin ist ja auch dort. Und spätestens an Flunkiefer beißen sich die Zähne aus. Flunkiefer ist sehr stark. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren und an sie glauben. In Ordnung. Für uns gibt es im Moment noch Wichtigeres. Nichts Wichtigeres als Ravigator aufzuhalten. Wenn er uns entkommt, könnte das Böse enden. Nehmen wir all unseren Mut zusammen und setzen unsere Mission fort. Ah, okay, es geht noch weiter. Ich dachte, wir wären eventuell oben angekommen. Aber ich bin auch, glaube ich, nicht geheilt. Das finde ich gemein. Nein, bin ich nicht. Ich sollte gleich mein Elixier trinken. Vor allem bei all den fliegenden Feinden hier. Wäre das definitiv nicht schlecht, noch ein paar Elektroattacken zu haben. Die Sache ist, ich glaube ja, dass die wirklich nicht leicht klein zu kriegen sind, gerade Flunkiefer. Aber ich würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, dass Ampharos dabei wäre. Was kam da gerade angeflogen? Autsch. Aber ich hoffe einfach echt das Beste, dass sie das irgendwie schaffen. Ey,
ein Hydra-Gil und zack ist mein halbes Team tot. Und Blana steht daneben und denkt sich so, ich habe nichts gesehen. Ja, wir sind gleich auf der Treppe. Durchhalten, Flapderix. Dann ist die Vergiftung ja wie von Zauberhand plötzlich weg. Oh. Eklig, aber ich habe eine Sinelbeere gefunden. Wer kann die denn mal am besten gebrauchen? Ich glaube Flapderix gerade. Okay, du bist schon mal weg. Was haben wir hier? Oh, zeig mir alle Items an. Ja, warum nicht? Was? Wieso? Blanas, please. Blanas. Komm wieder. Was passiert eigentlich, wenn ich ihn nicht wiederbelebe? Das weiß ich immer noch nicht. Aber er hat zumindest die Treppe gefunden. Das ist der Vorteil daran. E13. Wir arbeiten uns langsam vor. Hi, Tropius. Ich glaube, ich möchte gerne eine Teamattacke machen. Jan war zwar nicht nah genug dran, aber es hat trotzdem gereicht. So, den futter ich gleich mal weg und hier ist eine Sackgasse. Na gut. Oh, ich habe einen Konfusionsschutz. Na gut. Auch nicht so toll. Also klar, es ist toll, wenn man nicht verwirrt werden kann, aber ich finde so Sachen wie Attackensalve und so weiter einfach dann doch ein bisschen praktischer. Oh nein, nicht schon wieder das Blättersturm-Tropius. So, wir positionieren uns schon mal so. Sind wir schon mal in der Nähe von Tropius. Donnerblitz. Gut. Meine Güte. Das ist ganz schön hart hier. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Aber noch keine Spur von Rabigator. Man kann aber auch kaum was sehen vor lauter Bäumen. Hey, da drüben ist ein Licht zu sehen. Sieht so aus, als wäre da eine Lichtung. Sehen wir uns das mal an. Gut, aber ich würde sagen, da der Part schon ziemlich lang ist, mache ich hier einfach mal einen unglaublich gemeinen Cliffhanger. Ich bin natürlich auch unglaublich gespannt, was uns da oben erwarten wird, aber da ich nicht weiß, wie lang die Szene noch ist und ob vielleicht noch ein Bosskampf kommt gegen Rabigator, machen wir erstmal hier mitten im Gespräch Schluss, so gemein es auch ist. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.